Hallihallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch einen ganz besonderen Film mitgebracht, auf den ich mich echt gefreut habe, als ich gesehen habe, dass er in der Post lag. Und zwar ist das der Film Teen Vamp aus dem Jahr 1989. Ich muss dazu sagen, ich habe von diesem Film vorher noch nie irgendetwas gehört, aber ja, wenn wir uns das hier so anschauen, ich bin ja ein großer Fan von Teenager-Horror-Klamotten, könnte man so sagen, also so Filme wie Verdammt, die Zombies kommen oder auch Einmal beißen bitte, ein Werwolf beißt sich durch, falls ihn irgendjemand kennt, das sind Filme, die gucke ich mir unheimlich gerne an. Also wenn so Horror-Genres durch den Kakao gezogen werden, das Ganze dann auch mit ein bisschen Teen, also wenn Teen und dann Monster, das passt irgendwie, so, also für mich, ich mag sowas ganz gern, so. Dieser Film hat mir, wie gesagt, überhaupt gar nichts gesagt. Der kam übrigens Mitte des Jahres schon in zwei unterschiedlichen Keepcase-Versionen in den Handel mit unterschiedlichen Cover-Varianten, die mir beide auch sehr gut gefallen. Und auch hier, das schaut aus, ja, wir haben hier einmal Cover A. Und dann haben wir hier noch einmal Cover B. Und wenn wir uns das so anschauen, dann denke ich, ah, das schaut aber doch, ja, also das sieht aus wie ein Film, der mir gefallen könnte. So, und jetzt kam am 8. August 2023 noch diese wattierte Mediabook-Version in den Handel. Die schauen wir uns jetzt erstmal etwas genauer an, also im Unboxing. Unboxing, ihr seht ja, ausgepackt ist das Teil schon. Und dann sage ich euch, was euch bei dem Film erwartet. Aber jetzt erstmal auspacken. So, und hier haben wir es, das wattierte Mediabook, das von WMM unter dem Label Focus Media im Vertrieb von AVV am 8.8.2023 in den Handel gebracht wurde. Der Film Teen Vamp aus dem Jahr 1989 von Regisseur Samuel Bradford. So, limitiert ist das Ganze auf 222 Stück. Hier haben wir das stehen. Einmal, ja, Cover-Variante W. Das bedeutet nicht, dass es A, B, C, D, E, F, G, sondern das heißt wattiert. Das heißt, das ist das einzige Mediabook. Die anderen beiden Veröffentlichungen, die vor ein paar Monaten erfolgt sind, das waren Keepcase-Versionen. So, und wir sehen hier, die 222 Stück sind auch durchnummeriert. Das hier ist die Nummer 149. So, ja, wie gesagt, wattiert, das heißt, das ist so, ja, so richtig schön, na, massiv. Was heißt massiv? Ne, eben nicht, das Gegenteil von massiv. Das ist so schön weich, man kann es eindrücken, herrlich. So, dann haben wir vorne dieses Motiv drauf, das mir persönlich sehr gut gefällt, besser jedenfalls als das Cover-Motiv der Keepcase-Version oder das eine Cover-Motiv. Das sah sehr, sehr billig aus irgendwie. Das andere wiederum wäre mir lieber gewesen, aber da kommen wir gleich zu. Auf dem Spine haben wir den Filmtitel draufstehen, Teen Vamp. Dann hier oben nochmal eine Miniatur des Vorschaubildes, das Vorschaubild des Frontbilds und hier unten den Hinweis auf DVD und Blu-ray-Disc. Aber es handelt sich hierbei nicht um ein Kombipaket mit einer DVD und einer Blu-ray des Hauptfilms, sondern es handelt sich um ein Kombipaket bestehend aus der Blu-ray dieses Films und zwei Bonus-DVDs, die wir uns gleich ansehen. Dann haben wir hinten drauf einmal eine Inhaltsangabe, dann ein paar Bilder aus dem Film. Dann haben wir hier die Credits, dann sehen wir hier noch, es handelt sich um eine Limited Super Spooky Stories Edition. Dann haben wir hier die Produktspezifikationen drauf und das Bonusmaterial, die Limitierungsnummer haben wir ja eben alles schon gesehen. Und dann können wir uns das Ganze von innen ansehen. So. Das hier ist jetzt das Covermotiv, das ich nicht so toll finde, weil irgendwie sieht das, ich weiß auch nicht, das sieht irgendwie, wer sind diese Leute hier? Und das hier, das sieht irgendwie schlecht aus. Also gemalt ist es nicht schlecht, aber es sieht irgendwie, ich weiß auch nicht, gefällt mir nicht. So, hier haben wir den Hauptfilm, der schaut so aus wie das Covermotiv, das ich bevorzugt hätte. Das ist hinten übrigens auch nochmal drin, da schauen wir gleich nochmal nach. So, dann hier, nicht freigegeben unter 18 Jahren. Ja, ich weiß gar nicht, gibt es das heute noch? Heute gibt es doch nur noch freigegeben ab 18 Jahren. Das zeigt mir so ein bisschen, dass es sich hierbei um eine alte Freigabe handelt, die heute nicht mehr aktuell ist, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. So, dann haben wir hinten zwei Bonusfilme drin und Achtung hier,
Es ist bereits ausgebrochen, da komme ich gleich nochmal zu. Wir haben Frankenstein und ich, der ist hier noch auf DVD mit drin. Und dann haben wir hier noch Frankenstein lebt. Auch ja, auf DVD, also zwei Bonusfilme. Dann haben wir hier, wie wir sehen, einen farbigen Innendruck. Der hat hier so eine so schöne lila Färbung, aber hier sind diese... Ja, diese Klemmen, die das an Ort und Stelle halten sollen. Und ich habe bereits beim ersten Rausnehmen hier die untere Klammer abgenommen. Und wenn ich das hier so sehe, die halten auch nicht mehr lange. Also das ist auch schon, dass dieses System, wer hat sich das ausgedacht? Das ist eine Katastrophe. Also die gehen kaputt, wenn man sie schief anguckt. So, hier, das ist ausgebrochen. Hier, die Dinger, die brechen. Hier seht ihr, das sind doch Sollbruchstellen hier. Ja, sobald man die CD, und man muss sie dagegen drücken, um sie rauszuholen, rausnimmt, dann brechen die Kackdinger ab. Das ist wirklich ärgerlich. Und ja, ich weiß auch nicht, was soll denn das? Das ist scheiße. So, so, und hier ist nochmal das Covermotiv der anderen Keepcase-Variante. Das finde ich persönlich sehr schön, gefällt mir gut, obwohl das auch überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun hat, weil diese drei Mädels hier, die sind so, und also, ja, also das, aber, naja, gut, aber das Motiv ist schön. So, dann schauen wir uns mal das Booklet an, da drin finden wir den Text Der Vampir, nicht tot, sondern untot, von Peter Osterried. Ich fand den Text an und für sich ganz interessant, aber ein kleines bisschen oberflächlich. Also es reißt alles nur so ein kleines bisschen an und es hat wenig mit dem eigentlichen Film zu tun, eigentlich gar nichts. So, dann haben wir hier nochmal ein paar Bilder aus dem Film, die auch hinten drauf sind nochmal. Aber das Verhältnis von Text zu Bild ist wirklich gut. Also ihr seht das ja, hier ist wahnsinnig viel Text drin und auch der ist sehr gut lesbar. Mir persönlich ist das Papier etwas zu glänzend, aber abgesehen davon ist das wirklich schön. Hier noch ein paar Bilder aus dem Film, die finden wir hinten auch nochmal drauf. Ja, das sind also alle Bilder, die hinten drauf sind, finden sich auch im Booklet nochmal wieder. Oder? Nee, das letzte fehlt tatsächlich. Hier, das fehlt. Aber gut. Alles in allem ein schönes Booklet, aber ich hatte es ja schon gesagt, der Text hier drin hat eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Film zu tun, sondern beschäftigt sich mit dem Vampir im Film und im Buch, also mit dem Vampir an und für sich in der Erzählung. Das heißt, es ist zwar informativ, wenn man was über Vampire wissen will, aber es wäre natürlich schon schön gewesen, hier auch ein bisschen was über diesen Film zu erfahren. Das ist aber leider nicht der Fall. Aber das gleiche Problem haben die anderen Mediabooks, die ich von WMM, AVV, Focus Media bekommen habe, auch. Da klatscht man irgendein Booklet rein von irgendeinem Autor, der irgendwann mal was zum Thema geschrieben hat und das muss nicht zwangsweise mit dem Film zu tun haben. Das ist schade, weil ich hätte gerne ein bisschen was über diesen Film erfahren. So, und das ist eine perfekte Überleitung, denn jetzt erfahren wir etwas über den Film. Und ab hier, Achtung, gibt es natürlich Spoiler! Ja, so, und jetzt, jetzt reden wir über den Film. Achtung, ab hier gibt es selbstverständlich massive Spoiler. Wenn ihr die nicht haben wollt und nur sehen wollt, wie das Fazit ausgefallen ist, dann habe ich hier natürlich ein Kapitel drin. Ihr braucht dann nur zum Fazit zu springen, aber dann erfahrt ihr halt nichts über den Film. So, ja, also, und jetzt geht's los. Es geht hier um den jungen Murphy. Murphy wird gespielt von, ich muss gucken, Boo Bishop. Boo Bishop, hier, das ist er. Den kennen wir aus überhaupt gar keinem, gar nichts, überhaupt nichts, ich kenne den nicht. Also ich habe mal bei IMDb geguckt, weil man kann ja auch nicht jeden Schauspieler kennen, gerade wenn wir Filme haben aus den 80er Jahren und solche Filme, da ist dann schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass da ein kompletter Cast drin ist, den ich nicht kenne, relativ groß. Wobei komplett niemanden kennen ist eigentlich, ne? Also einen kennt man immer irgendwoher. Naja, aber dieser Boo Bishop hier, das hier ist sein einziger Film. Er hat laut IMDb noch in drei Serien mitgespielt, dann aber jeweils nur in einer Episode. So, hier ist er nochmal, so schaut er aus. Und ja, er hat auch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also er spielt Murphy und Murphy ist ein,
ich würde noch nicht einmal sagen, ein Nerd oder ein Loser, sondern einfach nur ein ganz normaler, durchschnittlicher Schüler auf einer Highschool, der halt, ja, er ist jetzt nicht so wahnsinnig beliebt, aber er ist jetzt auch niemand, den man permanent durch den Kakao zieht oder permanent verarscht. Also es ist ein ganz normaler, unauffälliger Schüler. Der möchte abends in einer Bar eine Frau aufreißen, gibt sich dann als älter aus, als er ist, gibt sich als Soldat aus, von einer Sondereinsatztruppe. Und da denke ich auch schon, Leute, das kauft dem doch kein Mensch ab. Dann kommt noch ein echter, ich weiß nicht, was es war, ein Marine oder was, kommt dazu, hey, das ist mein Kollege hier. Und ja, aber ich darf da nicht drüber reden. Und dann ist die Sache erledigt. Die glauben dem das. Und nein, glaubt man so einem nicht, aber gut. Er gerät dann jedenfalls an eine hübsche Dame, die ihn mit nach Hause nimmt und ja, Überraschung, das ist eine Vampir-Lady, die ihn dann beißt und fortan ist auch er jemand, der hinter Blut her ist. Aber jetzt könnte man meinen, okay, ja, das wird jetzt zu einem Problem, ist es aber nicht, weil er ist nämlich, ja, er ist hinter Blut her, hat halt vampirische Fähigkeiten, hat also ein enormes Selbstbewusstsein auf einmal, weil klar, er hat ja besondere Kräfte und so weiter und so fort und er kann die Leute beeinflussen und das nutzt er auch so ein bisschen aus, aber jetzt nicht in einem Maß, dass man sagen würde, wie zum Beispiel bei Teen Wolf, schönes Beispiel, Michael J. Fox, der wird dadurch ja zum Superstar der Basketballmannschaft. Das macht er nicht. Er ist halt wirklich nur, er holt ein paar Vorteile für sich raus, aber ganz minimal nur. So, er ist auch keine ernsthafte Gefahr. Also er bringt keine großartig viele Leute um oder sowas. Das auch nicht. Ja, es gibt die ein oder andere. Natürlich, der Junge muss essen, ne? Aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, hier, das ist jetzt ein böser Vampir, den müssen wir jetzt aber ganz schnell loswerden. Trotzdem möchte seine Mutter und ein herbeigerufener Priester, der sofort erkennt, ja, das ist wohl ein Vampir, aber da kenne ich mich nur nicht so wirklich mit aus. Er weiß halt nur über Vampire, was er aus Filmen weiß. Das reicht aber schon. Und dann machen die Mutter und der Priester, der wird übrigens gespielt von Glu Gallagher. Und Glu Gallagher ist jemand, den kennt man tatsächlich, wenn man jetzt ein Trash-Film-Nerd mit Fable für die 80er, 90er Jahre ist. Der hat nämlich mitgespielt in Verdammt, die Zombies kommen, also Return of the Living Dead. Jo, naja. So, die beiden jedenfalls, hier unten ist er da, ja, mit der Mutter. So, das sind die beiden. Naja, er jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr, er beißt wohl noch jemanden hier und der wird dann halt auch zum Vampir und das ist nicht so gut. Aber unsere Hauptfigur Murphy macht sich halt mit dem Mädel seiner Träume auf in ein verlassenes Haus und da kommt's zum Showdown. Jo, so, im Großen und Ganzen wäre das der Film. Ich muss wirklich sagen, dass mir dieser Film überhaupt gar nicht gefallen hat. Es gibt ja so Filme, es gibt viele Filme, die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind. Und dann gibt es Filme, die sind einfach nur schlecht. Und der Film hier, der ist weder das eine noch das andere. Also er ist kein typischer Schläferz-Kandidat. Also es gibt ja die Serie Die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele5. Da werden halt Trash-Perlen gezeigt, die so richtig mies sind. Und dann werden die so ein bisschen durch den Kakao gezogen. Die haben aber einen gewissen Unterhaltungswert. Der fehlt Teen Vamp aber, dieser Unterhaltungswert. Weil dieser Film, ich sag mal so, er fängt sehr schwach an und lässt dann aber sehr stark nach. Das heißt, es passiert im Prinzip gar nichts. Der Film ist so unauffällig, der dümpelt dahin. Man kann auch mal kurz rausgehen, eine Tasse Kaffee kochen, wiederkommen, trinken, hat nichts verpasst. Es gibt auch keine großartigen Lacher oder irgendwas in diesem Film. Es gibt eine einzige Stelle, die hat mir ein bisschen gefallen. Da ist die Mutter mit dem Priester. Und sie sagen, also wir brauchen Knoblauch und Weihwasser. Knoblauch hat sie aber nicht mehr, weil sie hat gerade eine Pastasoße gemacht, obwohl auch Gemüsezwiebeln gehen. Und da meint der Pfarrer ja, wahrscheinlich geht das schon, weil es geht ja nur um den starken Geruch und Zwiebeln.
Okay, gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee, weil keine Sau kann erklären, warum Knoblauch gegen Vampire helfen soll. Außer, dass Vampire halt wirklich einen gesteigerten Geruchssinn haben und deswegen gegen starke Gerüche. Da könnte man aber genauso gut auch mit Pfefferminzöl oder irgendwas oder halt mit Zwiebeln, hätte vermutlich die gleiche Wirkung. Bei Terry Pratchett funktioniert das übrigens. Also bei Terry Pratchett, da wird der Vampir oder auch der Werwolf auch mit Pfefferminzöl halt. Aber darum geht's ja gar nicht. So, und Weihwasser hat der Pfarrer jetzt nicht direkt, er hat halt Leitungswasser hinten aus dem Gartenschlauch des Gemeindehauses und dann haben sie, dann stehen die halt da und sagen so, also wir haben Zwiebeln und wir haben Leitungswasser aus der Methodistengemeinde, das muss reichen. Funktioniert natürlich beides nicht, ne? Man muss einen Pfarrer hier, kennt man ja. So, jetzt ist es hier aber so, dass auch ein Vampir erlöst werden kann, wenn man nämlich denjenigen tötet, der den Vampir zum Vampir gemacht hat. Heißt, würde man jetzt denjenigen, der ihn gebissen hat, also die Dame, pfählen? Ist wohl eine Prostituierte, pfählen. Ja, okay, ja, 1 Euro in die Shovi-Kasse. Dann wäre die Sache, wäre der Käse gegessen. Dann wäre er wieder normal und auch der, den er gebissen hat. Dann wären die also alle wieder normal. Auf die Idee kommt aber keiner. So, da muss man jetzt noch dazu sagen, diese Idee ist gar nicht so neu. Das gab's schon in der ersten Dracula-Version aus den Hammer Studios von der Produktionsgesellschaft Hammer. Also Horror of Dracula von, ich weiß nicht, was 63, 65, ich weiß nicht, mit Christopher Lee und Peter Cushing von Terence Fisher. Der, ja, da ist am Schluss auch, sitzt Jonathan ist ja tot. Wer ist es? Ich weiß es nicht. Er sitzt halt mit seinem Liebchen da, die ist von Dracula gebissen worden. Und nachdem Van Helsing dann beherzt die Vorhänge runtergerobbt hat und Dracula zu Staub zerfallen ist, gehen die Bissmale weg und sie ist erlöst. Das, so funktioniert das hier auch. Und jetzt ein fetter Spoiler für den Schluss. Es ist wirklich so, irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob der was mit der Geschichte zu tun hatte, pfählt die Vampirin, die ihn gebissen hat. Und gleich in dem Moment wird er erlöst. Und der ist gerade mit irgendjemandem, der ihn töten will, am Kämpfen. Augen werden klar, alles gut, alles gut. Und ach so, ja, super, wunderbar. Und ich sag, was für eine banale, unsinnige, langweilige Scheiße, die überhaupt gar keinen Unterhaltungswert besitzt. Also, ich habe weder gelacht bei dem Film, noch waren die Schauspieler besonders gut. Sie waren aber auch nicht so schlecht. Ja, das ist, so, ich hatte jetzt gerade, ihr merkt das schon, ich bin ein bisschen aus der Form gekommen. Was ich sagen wollte, es gibt ja bei Schläferz die Filme, die schlechtesten Filme aller Zeiten, die einen Unterhaltungswert besitzen. Die sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind und das ist hier aber nicht der Fall. Das heißt, wenn dieser Film laufen würde, würde da trotzdem keiner zugucken, auch mit den Einblendungen von Kalkofe und Peter Rütten, würde das nicht wahnsinnig viel bringen, weil dieser Film nichts hat, worüber man sich lustig machen kann. Er ist einfach totsterbenslangweilig. Es passiert gar nichts. Also wie gesagt, er ist weder besonders witzig, noch ist er besonders schlecht. Und die Action oder Horror, ja. Also, ihr habt das ja eben im Unboxing gesehen. Hier, der Film hat eine 18er Freigabe. Ich habe nicht die geringste Ahnung, warum. Weil in dem Film, wir haben 2 oder 3 Gewaltszenen, die sind aber so banal, dass man da durchaus eine 12er Freigabe draufhauen könnte, maximal vielleicht, wirklich, wenn die FSK einen sehr, sehr schlechten Tag hat, ist ja eine 16er Freigabe drin, aber ich nehme an, dass diese 18er Freigabe hier noch aus dem Jahr 1989 herrührt. Und damals hat die FSK ja sehr, sehr kritisch alles beäugt und da saß dann ja auch Pfarrer und sowas. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Vertreter der Kirchen sitzen auch noch in der FSK und geben die vergeben die Altersfreigaben. Und wenn sich da irgendjemand angegriffen gefühlt hat in seinem Glauben, dann kann es durchaus sein, das ist aber 18, ihr Böse, das machen wir, aber das ist Blasphemie. Ihr kennt ja die Leute, ne? Manche Leute sind ja so. Ich nehme an, dass die 18er Altersfreigabe da noch herrührt, weil wenn wir den Film ganz objektiv betrachten und heute der FSK vorlegen würden, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier eine FSK 18 Freigabe bei rauskäme. Also da bin ich 100, da würde ich drauf wetten, dass das keine aktuelle Freigabe ist. Ja, dann
Kommen wir mal zum Produkt selbst. Also der Film selber ist eine absolute Gurke, ohne Unterhaltungswert, macht auch keinen Spaß, wenn man sagt, Mensch, ich lade mir ein paar Freunde ein, zieh mir einen echt miesen Film rein, fress dabei eine Kiste Bier und wir machen uns über den Film lustig. Dafür taugt der Film auch nichts, weil er ist nicht schlecht genug. Er ist einfach, er ist banal, er ist doof, er ist langweilig. Aber, in dieser wattierten Mediabook-Edition sind ja hinten noch die beiden Bonusfilme drin. Und zwar einmal Frankenstein und ich und dann Frankenstein lebt. Beides sicherlich keine cineastischen Highlights. Aber die habe ich mir angeschaut, also grob, ich habe drüber geschaut. Ich habe sie mir nicht ganz angeschaut, aber das, was ich davon gesehen habe, sah unterhaltsamer aus als der Hauptfilm. Das heißt, diese Bonusfilme hier, der eine, der ist mit Ryan Gosling und Burt Reynolds, und dann haben wir den anderen, der ist mit Ryan Reynolds. Also wir haben Ryan Gosling, Burt Reynolds und Ryan Reynolds. Geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Die Filme sind beide, ich würde sagen, auf dem Niveau von Gänsehaut-Episoden. Da gab es ja A.L. Steins Gänsehaut, da gab es damals zu dieser Buchreihe auch eine Fernsehserie, und auf dem Niveau bewegen die sich ungefähr. Das heißt, ein bisschen lustig, ein bisschen gruselig. Also das, was ich davon gesehen habe, ist auf jeden Fall besser gewesen als der Hauptfilm, den man hier kauft. So, das war's für heute. Teen Vamp, wie gesagt, in dieser Version seit dem 8. August 2023 im Handel erhältlich. Wenn ihr jetzt nur den Film haben wollt und keine, ich weiß jetzt nicht, was das Mediabook kostet, ich habe es eben gesagt, wenn ihr das halt nicht für ein Mediabook hinlegen wollt, dann gibt es den Film, wie gesagt, seit Mai. Ich glaube, Mai, April, ja, seit Mai, glaube ich. Also seit Mai gibt es den Film auch in zwei Keepcase-Versionen. Da ist dann natürlich kein Bonusfilm mit dabei. Aber der Film ist der gleiche. Also wenn ihr jetzt nur den Film sehen wollt, dann gibt es da auch noch eine preiswertere Variante. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch jetzt eine gute Zeit. Seid schlau, schaut blau, bleibt gesund und wie immer, bleibt geil. Lasst euch nicht beißen.